Hier, ein paar Ace Jack, Ace Queen. Nette Hände unterwegs. 9, 7, 8 suited. 4, 5 suited bei Oggi. So, nach dem Open Race von Scotty bringt Haki mit Ace Queen die 3-Bet auf 325, wird hier von Orgi, Scotty und Renato gecallt. Ace Queen 8, das ist ein kleines Action, nicht ein kleiner, das ist ein großer Action Flop hier. Ja, 1,3K Preflop drin. 1,3 und Renato ist dabei. Mit Ace Jack. Yep, davon wird er sich nicht so schnell trennen. Scotty und Oggi kann man jetzt außen vor lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Haki spielt. Ich glaube, Haki called. Der raised. Der raised. Like I kill you. Obwohl seine Hand halt super stark ist, aber er will vielleicht nicht gegen drei Leute. Okay, called noch. Ich kenne doch Haki. Du kennst Haki, das ist ein Best Buddy. Also dann, das gefällt mir natürlich nach der Calling-Position. Auf keine Scarecard gibt es hier ordentlich Kasala für ihn. Schauen wir mal. Das ist keine schöne Karte, ehrlich gesagt. Check sofort von Renato. Schauen wir mal. 400 nur, das ist zu wenig, Haki. Das ist zu wenig. Er will ihn ja auch nicht vertreiben, hat die beste Hand. Ja, aber jetzt halt ein König, wäre nicht so... Ups. Ja. Renato auf der Überholspur. Ja, hatte ich Buch. Guck, ja, jetzt, guck mal. Moment, ich hab doch. Da habe ich doch jetzt was, oder? 8, 9, 10. Bube. Dame. Hey. Straight. Was? Und check, check. Ah, Renato, du hast was liegen lassen. Straße. Straße. Tja. Also die 400er Bet am Turn gefällt mir nicht. Ja. Toto. Ich meine, es ist zu drawlastig. Und wenn er einen Draw hat, dann lass ihn bezahlen. Oder?